Ja, einen wunderschönen guten Abend hier im Theater auf der AIDA Aura, auch von meiner Seite. Und ich freue mich natürlich, Patrick, dass ich bei dir in deiner Boulevard-Sendung als Erster dieser Reise sein darf. Ja, sehr gut. Wollen wir uns setzen? Ja, genau. Ja, komm, wir machen. Du hast ja schon gesagt, du bist Schotte. Jo. Und ich staune, du sprichst ja sehr akzentfreies Englisch, wenn wir zumindest sprechen. Genau. Und ich spreche ja auch ein akzentfreies Deutsch. Ja, sehr gut. Haben Sie ja schon gehört, also das ist ja... Ja, kommt eigentlich genauso gut. Genau, sehr, sehr schön, ja. Ich glaube, wir haben uns 10 Jahre nicht gesehen, groß, so ist es, so ungefähr. Und jetzt komme ich zu dir auf dein Schiff, also du bist ja hier sehr viel auf der AIDA Aura. Genau. Und ich, kennen Sie mich, wo ich herkomme jetzt? Ja, ich überbrück bloß. Ja, ich bin ja auch mit Ihnen gestern gekommen, ja, also ganz frech. So, ich bin jetzt diese Reise für Sie hier mit da und dann können Sie eigentlich mit mir gleich mitfliegen. Ich steige am 17. genauso wie der die meisten hier genau. Sicherlich ab. Und dann fliege ich direkt auf die Bahamas. Nicht schlecht. Weil da, welches Schiff ist da? Die Luna. So, das ist mein Schiff, da bin ich schon seit 5 Jahren jetzt. Genau. Ich glaube, 2003 haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Das ist lange ja, her. In anderen Funktionen. Ja, andere Funktion, ja. Ja, da waren wir noch ein bisschen weiter unten und da mussten wir richtig knüppeln. Wa? Jetzt sitzen wir hier von Gästen und erzählen Geschichten. Ja? Genau. Und mein allererstes Mal auf AIDA Schiff, der Mann, der mir alles beigebracht hat, ist jetzt unser Kapitän, Thomas May, 2003. Ja, da hast du angefangen, ich habe noch ein paar Jahre eher angefangen. Also ich bin ja aus der Frachtschifffahrt hier zu AIDA gewechselt, 1996, wo AIDA gegründet worden ist. Ja. Und bin nicht als Kapitän, sondern auch als nautischer Offizier. Ja. Und dann haben wir weiter unseren Weg gemacht und dann haben wir auch unseren Stück dazu beigetragen, dass AIDA das heute ist, was es eigentlich verkörpert. Das muss man auch sagen. Aber ich liebe es, hier zu sein und es ist einfach, es macht Spaß, sonst würde ich es nicht machen. Ja, weil du auch kein Schloss hast da, oder? Ja, genau. Ja. Und ich brauche das Geld. Dein Schloss ist hier. Ja. Es ist so eine Art Schloss. Ja. Sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen die abenteuerliche Variante für den Gezeitenstrom. Wir haben eine sehr schöne Reise vor uns, Kapitän. Was sind die Spezialitäten? Was sind die Highlights? 14 Tage Norwegen einmal hoch und runter. Und es sind sehr interessante Häfen. Was ich an mich auch erstmal gucken, dass das Polarlicht jetzt schon da ist. Mhm. Also Sie sind ja auf der Suche danach. Ja? So, und dann wollen wir auch alles dafür tun, dass das auch klappt. Das erste ist ja, morgen sind wir in Haugesund. Und wenn wir aus Haugesund dann auslaufen, dann fahren wir ziemlich weit Richtung Norden. Und dann heißt das gleich auch, dass wir auf den nächsten Seetag dann den Polarkreis überqueren. Wow. Ja? So, das ist laut normalen Fahrplan, ich habe mal nachgeguckt, wäre das in der Nacht von übermorgen zu dem Tag, wo wir dann nach, wo fahren wir hin? Bodø fahren, ja. Genau. Muss ich wissen, ja. Müssen wir da hinfahren. So. Und ich habe einen Fahrplan, wenn ja, das ganz genau. So, und da würden wir in der Nacht um 1:30 drüber fahren. Da sind sie natürlich alle beim Mutzeln, sage ich immer, also beim Schlafen. Und deshalb haben wir ja gesagt, okay, wenn wir eine Schippe drauflegen, richtig schnell losfahren von Haugesund, dann können wir das an dem Seetag 23 Uhr schaffen. Super. So, nun frage ich Sie, ich tue ja nicht Treibstoff rausballern und dann gehen Sie alle 22 Uhr pennen, ja? Nee. So, also sind Sie so gegen 23 Uhr noch bereit, da auf dem Pooldeck Rambazamba zu machen, ja? Gut. Das ist wichtig, weil wir fahren ja in der Jahreszeit da oben. Also das Gute auch ist, wir werden kaum ein Kreuzfahrtschiff treffen, die sind alle schon weg. So verrückt ist kaum eins, ja? So, wir machen es, ja? Ja.
Ja, und 14 Tage schönes Wetter ist. Mal gucken. So. Also die erste Woche sieht das mal ganz gut aus. Genau. Das muss man wirklich so sagen. Schön. Wir wollen alle Häfen anlaufen, ist klar. Und wir haben auch im Moment überall einen schönen Liegeplatz. Sieht gut aus. Ja. So. Und wichtig ist, ja, wie gesagt, und Sie tragen ja dazu bei für gutes Wetter. Ich gucke gerade, grüne Socken sind ganz schlecht. Das ist schlechtes Omen. Gucken Sie mal rum, wer grüne Socken hat, der muss leider raus hier. So, und natürlich immer ordentlich aufessen, das gehört genau. auch dazu. Ja? Alles was auf dem Teller ist, wird aufgegessen. Ja? Ja. Sie müssen ja wissen, ich komme aus den neuen Bundesländern und zu den damaligen Zeiten war das ja nicht ganz so einfach, auch mal links rum zu fahren. Rechts rum ging eher. Ja. Wenn Sie aus Rostock raus sind, rechts rum. Ja? Aber links rum, das war nicht so leicht. So. Und da brauchten Sie natürlich auch ein Go von der Behörde da. Gut, das hatte ich, das Glück. So, und deshalb konnte ich dann erst auch die Lehre als Matrose anfangen. In Südamerika, in China, da haben wir 4 Wochen im Hafen gelegen. Deshalb heißt das da auch, jeder Seemann hat in jedem Hafen eine Braut. Heutzutage, wir liegen ja nicht mal einen halben Tag da. So, können wir ja gar keinen kennenlernen da im Prinzip. Ja. Naja, bei Selection-Reisen legen wir ein bisschen länger da. Ja, manchmal Selection, über Nacht. Ja, ja. Ja. Ist gut, aber es ist kalt. Ja, ja. Ist ein bisschen kalt. So, ja. Und dann kam natürlich auch die Wende, da große Veränderungen auch natürlich. Und ja, und 96 habe ich gesagt, Frachtschiff war nicht mehr dann so mein Ding. Mhm. So, Mensch, dann guck doch mal Kreuzschifffahrt. Und da startete AIDA mit einem ganz neuen Konzept. So, was es ja vorher noch gar nicht gab. So, und da dachte ich, na, bewirbst du dich mal. So, und da haben die mich ja genommen, da dachte ich, okay, kannst du das ja mal ein Jahr machen. So, und Sie sehen ja, okay, ich bin dabei geblieben, muss mir ganz gut gefallen haben. Ja, Warnemünde war doch ein schönes Auslaufen. Ja. So, das hat doch alles so ein bisschen was Besonderes. Ja. So. Da habt ihr bei AIDA nachgefragt. Da, dürfen wir ein paar Fotos zeigen? Gut, ja, klar. Hat die Interesse? Heutzutage muss man sich ja auch in der Öffentlichkeit muss man sich einfach präsentieren. Das ist so. Ja. So, na, Sie kennen es doch. Kara, also ist wo steht man draußen wie ein Mann? Ne? So. Auf der Kara ist eigentlich die ärmsten, na Schweine nicht, aber die ärmsten so beim Anlegen und so, ist der Staffkapitän, der ganz draußen steht auf dieser Extension und der Kapitän bei strömendem Regen, bei Wind, bei Wetter, deshalb machen wir ja auch so einen Overall, also Klamotten an und dann müssen sie das Schiff manövrieren und bei der Kara haben sie ja noch den Vorteil da oben, also ein Deck so höher schräg, da stehen ja dann die Gäste und gucken runter, hier, ja, so was man so macht. Und es gibt ja etliche Schlaue von Ihnen, die so einen Bootsschein haben, ja? Ja, klar. So, und wenn man dann so anlegt, muss man mit denen ja auch noch diskutieren, weil die ja dann sagen, naja, Kapitän, nehmen Sie mal den Hebel dort, der links mal ein bisschen mehr und den dort, das Heck hängt ein bisschen zu weit rüber oder so, ja? So, da muss man mit denen ja auch noch reden, wie gesagt, und dann muss man schön anlegen. Da, ja? Und das ist auch heute noch so. Bei unseren Schiffen, da können Sie ja nur ein paar bisschen schräg gucken, wir sind ja im Glaskasten, wir stehen in den Händen da, ja? Hier brauchen Sie, wenn es draußen kalt ist, hier, wie das ist Südamerika im Beagle-Kanal, brauchen Sie eine 20 Minuten, ehe Sie sich angehost haben. Ja? Und deshalb sehen Sie mich sicherlich in der Öffentlichkeit nicht ganz so viel, aber Sie hören auf jeden Fall beim Aus- und Einlaufen meine Stimme bei den Durchsagen. So, dann wünsche ich Ihnen eine schöne Reise. Oder uns, ja? Meine Damen und Herren, der meint uns Sieger vom Haben zu haben bringt, unser Kapitän Thomas May. Ja.